Radbot ist der Thronfolger. Das ist, wer wir sind. Ich möchte nicht der Anführer eines Volkes sein, das sich an barbarische Rituale klammert, um seine Ängste zu vertreiben. Radbot! Und jetzt könnte dein Sohn den Platz von Radbot einnehmen. Du weißt, was das für uns heißt, Junge. Ist dir eigentlich klar, dass die Franken schon vor der Küste liegen? Wollt ihr einen Krieg anfangen gegen die mächtigste Armee der Welt? Wir haben keine Chance. Jesus hat sich geopfert für uns alle, versteht ihr das? Diese Barbaren verstehen Dinge wie Demut und Gehorsam nicht. Die Säulen unseres Glaubens an Christus. Wir können das Wort Jesu doch nicht mit Gewalt verbreiten. Ich bin nicht hier, um Frieden zu bringen. Ich bringe diesen Menschen das Schwert. Diese Menschen verdienen etwas Besseres, einen besseren Anführer. Es geht nicht um Sitten und Bräuche. Es geht um die Liebe zu deinem Land. Das ist, was die Menschen in dir sehen. Hast du dich nie gefragt, warum du noch lebst? Denk darüber nach. Dieser Radbot scheint für uns beide zum Problem zu werden. Irgendwann musst du zeigen, dass du führen kannst. Es geht nicht darum, was man glaubt, sondern was man damit tut. Radbot versammelt überall Truppen. Wir müssen handeln, und zwar jetzt und schnell. Du denkst, die Götter tun nichts. Doch sie haben dich geschickt, Radbot. Wir müssen ihren Willen brechen. Dies ist ein Land von freien Menschen! Und das wird uns niemand nehmen!